Ist künstliche Intelligenz, kurz KI, eine Bedrohung oder eine große Chance? Dieser Frage ging die KI-Roadshow der jungen Wirtschaft, unterstützt von der Fachgruppe UBIT, im Plenarsaal der Wirtschaftskammer Salzburg nach. KI-Experte Clemens Wasner findet, dass das Thema gleichzeitig unter- und überschätzt wird. Ich glaube, dass der Diskurs in den Medien in den letzten 5 Jahren sehr stark davon geprägt war, dass quasi alles umfassende künstliche Intelligenzen vorgestellt werden, die uns einfach alle Arbeiten abnehmen werden. Und ich glaube, das führt dazu auch in Unternehmen und in der Gesellschaft gleichermaßen, dass man extrem überzogene Erwartungshaltung wird, die eigentlich fast sich schon an Science-Fiction-Filmen misst und weniger an dem, was wirklich da ist. Wenn es jetzt so um das Unterschätzen geht, um den zweiten Teil Ihrer Frage, dann ist es so, dass viele Firmen sich das heutzutage gar nicht zutrauen, etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun, eben aufgrund dieser überzogenen Erwartungshaltungen. Und ich glaube, hier sind vor allem Veranstaltungen wie diese gefordert oder auch Netzwerke und Organisationen wie die Wirtschaftskammer oder AWS, die heute da waren, um quasi hier das Bild ein bisschen gerade zu rücken. Dann rücken wir einmal gerade. Künstliche Intelligenz ist nicht so kompliziert, wie sie vielleicht scheinen mag, und nahezu jeder Betrieb kann sie einsetzen. Das Salzburger Unternehmen Blumatix hat eine KI-Software entwickelt, die Rechnungen erkennen und verarbeiten kann und berät Unternehmen. Für die ersten Schritte im eigenen Unternehmen muss man übrigens kein Experte sein. Man muss nur die Grundprinzipien verstehen, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Das heißt, dass ich Daten brauche, dass KI lernen kann, und man bekommt eben genau dann diese KI-Momente. Man sieht dann plötzlich die Probleme vor einem, die man mit KI lösen kann. Und da genügt oft eine Stunde, sich mit einem Experten oder 2 Stunden mit einem Experten mal zusammenzusitzen, um das grundlegend zu verstehen. Und dann erkenne ich schon die Felder, wo KI eine Rolle spielen wird in der Zukunft, ganz von alleine. Einer der Early Adopter dieser Technologie in Salzburg ist Porsche Informatik, wo KI in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommt. Welchen Tipp haben die erfahrenen Experten für Neueinsteiger? Das Einfachste ist wirklich einen Task suchen, der oft wiederholt wird in der Firma, wo man 1 bis 2 Sekunden darüber nachdenken muss als Mensch. Dann zu schauen, habe ich die notwendigen Daten, habe ich genug Wiederholungen darin, und das dann zu automatisieren, sei es mit einem neuronalen Netz oder mit einem Data Science Ansatz, und dann versuchen herauszufinden, wie gut ist denn dann die Lösungsrate. Also einfach mit Themen, die ich gut kenne, Daten, die ich habe und die ich auch verwenden darf, repetitive Prozesse abzulösen. KI kann den Menschen also von eintönigen Arbeiten befreien und für interessante Aufgaben freispielen. Das versucht auch das Salzburger Startup Fact AI, das für Unternehmen maßgeschneiderte KI-Lösungen anbietet. Die Erwartungshaltung ist leider noch zu groß. Es gibt einfach so viel, das noch nicht geht. Aber wenn man sich vorstellt, ein Supercomputer hat die Rechenleistung von einer Biene, das dauert noch, bis da wirklich komplexe Aufgaben auch möglich sind. Aber der nächste Teil ist, es ist auch wirklich verdammt schnell, wie es sich entwickelt. Dinge sind letztes Jahr nicht möglich gewesen, die dieses Jahr gehen. Da muss man dranbleiben, um ehrlich zu sein. Clemens Wasner empfiehlt Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, einen 4-stufigen Prozess. Der erste Schritt ist, finde heraus, was du tun willst. Der zweite ist, schau, ob das andere Unternehmen schon tun. Der dritte Schritt ist dann, dass man wirklich daran geht, das Problem zu lösen, und je nachdem, wie das Thema gestrickt ist, macht es zum Beispiel sehr viel Sinn, dass man zunächst einmal einen, ich glaube, Innovationscheck heißt das Programm von der FFG. Das ist so Projektumfang 5.000 bis 10.000 Euro gemeinsam mit einer Forschungseinrichtung einmal loslegen kann, mich des Themas anzunähern. Und erst im nächsten Schritt dann zu den klassischen Umsetzer gehe, also was weiß ich, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die klassischen IT-Umsetzungsfirmen. Also wenn man den Prozess, also diesen 4-Stufen-Prozess konsequent fährt, dann verhindere ich auch, dass ich in die Kostenfalle tippe. Tenor des Abends: KI wird in den kommenden Jahren einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Der Großteil der Besucher der Roadshow hat im Publikumsvoting übrigens angegeben, dass KI die Gesellschaft wohl eher positiv verändern wird.